Und das Ziel dieser anaximandrischen Wechselabtäusche der Matrix des Rhizoms sind dann solche Wunder, verdammten Wunder der Natur in ihrer Neutypen Transformationsaberwitzigkeit immer schnittigerer, immer Wind- und Wasserschnittigerer, immer sensationellerer, stromlinienförmiger, genießen Substanzstrukturen zu werden, nicht wie Pinguine zum Beispiel, die damit den Hai noch übertrumpfen mit seiner Schuppenstruktur in seiner stromlinienförmigen Körperstruktur, sondern ebenso wie es in Star Trek Raumschiff Enterprise gezeigt ist, dieses Mutterkampfschiff, diese Mutterkampfschiff-Kathedrale mit der Betonung dessen, worum es geht, das Rondell an der Spitze, die Matrix, das Rhizom durch die Universen auf ihren Forschungsreisen zu beamen, zu katapultieren, als eben jene aberwitzigen Körperkathedralen der Funktion perfekt angepasst mit glockenförmigen aristophanischen Halbkugelversprechungen an beiden Polen, Hügeln, auf denen die Zickleins Abrahams, nein, Salomons grasen, Kitzlein muss man sagen, um die kitzeligen Propyläenhallen zu betonen und die Rosetten über dem Kathedralenangang und die inneren geheiligten, allerheiligsten, sekreten Räume des Sakrosankten mit dem hintersten Apsidion und den Apsiden und dem darunter und dahinter noch dazu alles beherrschenden Eucharonta der Dark, des Darkrooms mit lediglich unterem Höhlenzugang -28 °C bei 25 °C Wassertemperatur